Ja, damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Episode Part von Animal Forest, besser bekannt auch als Animal Crossing, das anschließend auf der GameCube nochmal remaked wurde. Wir haben das letzte Mal uns einige Aufgaben gestellt. Dieses Mal werden wir uns andere Aufgaben stellen. Ich werde vielleicht auch mal hier schauen. Hier hat jemand schon Post bekommen, aber das ist halt, wie gesagt, von dem Speicherstand aus dem anderen. Ich habe sogar jetzt einen Tag vorgespult, sodass wir quasi auch wie im Real Life einen Tag weiter erleben. Ich werde das mal jetzt kurz mal zeigen. So könnte ungefähr eine Wohnung aussehen. Das ist quasi die Wohnung, die ich mir eingerichtet habe zum Testen. Und ja, im Großen und Ganzen gibt es eine ganze Menge. Doch um an dieses Ziel ranzukommen, müssen wir natürlich auch arbeiten. Wir haben jetzt natürlich noch einige Aufgaben vor uns, die wir hier machen müssen. Und diese Aufgaben stellen wir uns doch erstmal, bevor wir, weitermachen können. Ein schöner Tisch, den könnte ich vielleicht auch noch gebrauchen. Und vielleicht noch einen Stuhl, wenn es noch gibt. Ein Kescher und eine Schaufel. Ja, das sind Dinge, die wir vielleicht auch ganz gut gebrauchen können. Okay, ich musste mir gerade das eine merken. 4:3, okay. Wird leicht zu finden zu sein. Ja, denke ich mal schon. Karte haben wir noch nicht bekommen, die kriegen wir noch. Hier will ich nicht so unbedingt durchrennen, sonst gehen die Blumen kaputt. 4:3. Oder meinen die hier? Ja, da meinen sie natürlich. Über die Brücke. Das ist auch nicht so schwer. Das kriegen wir auch noch hin. Entschuldigung, ich muss hier mal entlang. So, 4:3 müsste jetzt... das hier eigentlich sein. Oder ist es doch hier? Nee, Moment, hier ist das. Jetzt habe ich die beiden total verwechselt. Junge, ich habe eine Lieferung für dich. Die kommt gerade frisch von Tom Nook. Aber ob sie frisch ist, ist eine Frage, ne? Das ist immer die Sache. Ja. Als Dankeschön kriege ich manchmal kleine Geschenke für diese Lieferungen, die wir uns in unserer Bude reinstellen können. So, wollen wir doch mal schauen, was unsere nächste Aufgabe sein wird. Denn die Lieferung, die habe ich ganz vergessen, aber die kommen natürlich dazu, klar. Ups, ich gehe lieber hier entlang. Hier habe ich die Katze schön noch fröhlich bei mir. Ah, ist doch was Feines. Ups, ich muss hier hoch. Achtung, ich muss demnächst darauf achten. Die Steine zeigen den Weg. Ja. Das ist es. So, mein lieber Tom Nook, du hast es hier wirklich sehr schön. So viele Bäume. Ach Quatsch, die Bäume sind ja nicht das, was das macht. So. Gibt es noch irgendwas, was ich liefern kann? Nein? Wir kriegen jetzt eine Karte und müssen...
Zu diesen komischen... Ja, ich glaube, da waren wir gerade schon mal. Nein, nein, wir müssen jetzt einen Brief an den schreiben, den Herrn. An diesen komischen, naja, nicht etwas ganz grinsige Gesicht. Ich weiß, das ist wahrscheinlich total komisch, wenn ich das so sage, aber so ist das. Wir müssen jetzt einen Brief an den Herrn schreiben. Und wo müssen wir da am besten hin? Wir müssen zum Postamt. Dort kann man ja, wie gesagt, auch, oder wie man weiß, Briefe abschicken. Aber das ist nicht das Einzige, was wir bekommen haben. Wir haben diesmal jetzt eine Stadtkarte erhalten, indem es uns einfacher macht, durch die Gegend zu laufen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wegen dem Brief. So. Ups, nein. Hä? Wo ist denn das nicht so grinsige Gesicht? Da ist es doch. So, wir sollen einen Brief schreiben an dem Herrn. Und da ich eh kein Japanisch schreiben kann, bevor irgendwas Falsches rauskommt, würde ich mal sagen, wir schreiben ihn einfach mal einen kurz, knappen Brief. So. Wo ist denn das K? Jetzt bin ich total durcheinander. Ach so, der stand die ganze Zeit. Im Grunde ist es eigentlich völlig egal, was man denen schreibt. So, meine liebe Pelli, warum sie auch immer hier auch nur Pell genannt wird, will ich gar nicht wissen. Ich habe etwas, das du verschicken sollst. Bitte einmal an den Herrn mit dem etwas nicht so grinsigen Namen. Ich meine aber eigentlich, sie heißt Pelli. So war sie auf jeden Fall bei der GameCube-Version der Name und ich glaube auch bei der NDS-Version. So, haben wir dies auch noch geschafft? Das ist auch gut. So, mein lieber Nook, ich habe jetzt einige Aufgaben schon erledigt. Jetzt wäre es nett, wenn du mir mal die Aufgaben geben kannst. Die letzten Aufgaben, besser gesagt. Denn jetzt spricht er leider Japanisch. Ja, ich glaube, der ist wahrscheinlich am Stimmgenerator dran hängen geblieben und der hat sich verstellt auf Japanisch oder so, ne? So nach dem Motto. Aber das macht nichts, wir sollen jetzt den Leuten helfen und danach müssen wir noch was am schwarzen Brett schreiben. Aber dann sind wir ja schon soweit fertig. Aber das Spiel, beziehungsweise das Abenteuer, beginnt dann erst richtig. Denn dann müssen wir ja auch Geld sammeln für unsere Hütte. Ah. Jetzt muss ich erstmal gucken, was muss ich machen? Genau. Den Leuten helfen. Wie kann man zuerst... Ich werde auf jeden Fall erstmal die Leute alle anschreiben, beziehungsweise ansprechen, um denen die Aufgaben zu bekommen und die dann anschließend zu verteilen. Dann gehe ich quasi zweimal an jeden dran. Für alle, die natürlich Hilfe brauchen. Ne? Es kann ja auch passieren, dass... Ach komm, ich wollte das doch gar nicht. Ich meine, du bist so eine nette Person. So ein nettes Tierchen. Da kann man doch nicht Nein sagen.
Moment, aber jetzt... Ach, jetzt habe ich wieder falsch gedrückt. Nein, immer drücke ich B. Wieso drücke ich immer automatisch B? Also an diesen komischen Typen da mit den zwei Augen. Ich nenne es jetzt mal... Weiß ich nicht. Wie kann man das sehen? So. Das sollen wir jetzt dort hinten hinbringen. Das ist schön. Das ist gut. Wir klempern aber, wie gesagt, jeden einzelnen hier ab. Und wo bist du? Hast du dich versteckt vor mir? Hab doch keine Angst. Ich beiße nicht. Ach, da ist er ja. Das ist dieser eine da ganz unten. So, wir sollen da auf jeden Fall was abholen. Sonst hätten wir was bekommen. Wo ist der nächste? Da. Da ist ja schön. Friede, Freude, Eierkuchen. Ich werde das schon finden. Danke sehr. So, das müssen wir wieder abliefern. Ja. Da wir jetzt eine Karte haben, brauchen wir jetzt nicht groß zu gucken. Die Z-Taste klemmt man nicht mal. Meine Güte. So, unten diese vier Häuser müssen wir noch abklimpern. Und anschließend gehen wir von diesen vier Häusern nochmal anschließend hier hoch. Und dann müsste es eigentlich soweit geschafft sein. Normalerweise. Müssen wir erstmal gucken. Da ist dieser komische, nicht so fröhliche Typ, den wir auch geschrieben haben. Mann, ihr habt alle einiges hier eingesammelt, oder nicht? Was ist mit euch los? Leiht ihr euch gegenseitig die ganzen Sachen aus? Ach, wenn man jetzt nur noch Peitsche hätte, dann könnte man das mit dem Luftballon da abschießen. Na, das ist ja nicht der einzige Luftballon, der hier rumschwebt. Da werden uns noch einige begegnen. Und leider gibt es auch keine Flitsche zurzeit zu kaufen. Wie ich gesehen habe, war es ja nur eine Schaufel. Hier, hast du das vermisst? Oh, er gibt uns Bares. Weiter so, weiter so. Kann ich gut gebrauchen. Keine Ahnung, was er wollte. Vielleicht müssen wir doch drei Gänge machen. Drei Runden. Gut, hier sollten wir irgendwo was abholen. Genau, da ist sie ja. Kannst du mir mal was geben? Ich glaube, ich brauche eine Lieferung, die ich abgeben muss. Das ist verdammt wichtig. Denk dran. Au. Was sind das denn für Einkaufstaschen? Brauchst du generell noch Hilfe? Ja, ja, ist ja gut. Müssen wir also zweimal runter und zweimal hoch vielleicht. Hier muss doch irgendwo... Bin ich jetzt irgendwie falsch abgebogen? Ach, da ist er ja. Brauchst du Hilfe oder hast du irgendwas, was du mir geben willst, was ich abgeben muss noch? Nein, ich muss dir etwas geben. Erstmal. Du hattest ein T-Shirt also hier irgendwo. Ja, ist ja gut. Ja, das steht ja schon viel besser. Auch wenn du jetzt nicht mehr der Glücksbär hier bist. Schade. Hab dich gern so genannt. Danke sehr.
freundlich. Ja, das kann schon Spaß machen, dieses Spiel. Das ist schon wirklich interessant und es macht wirklich irgendwie Spaß. Ich gehe jetzt einfach nochmal hoch und dann müsste es eigentlich... Upsa, nein. Was guckst du mich denn so böse an, ey? Ja, ich komme ja gleich nochmal zurück zu dir. Wolltest du noch irgendwas? Ich drücke immer automatisch B. Das will ich doch gar nicht. Ach je. Jeder will hier Hilfe von mir. Ich verstehe es nicht. Ups, ach je, meine Güte. Ja, jetzt sei doch nicht traurig, meine Güte. Ich will dir doch helfen. Ach, du gibst mir gar keine Chance. Das ist aber nicht freundlich. Wollte ich eigentlich gar nicht. Hier, deine Belieferung oder deine Bestellung. Ich habe echt keine Ahnung, was mit der einen jetzt los war. War das ein Radio oder sowas? Will ich auch gar nicht wissen. Danke sehr. Freundlich. Sehr, sehr freundlich. Ich glaube aber, das müsste jetzt eigentlich reichen, oder? Ach, da ist das Mäuschen. Hast du noch irgendwas auf den Herzen? Nein? Bin ich jetzt durch? Habe ich jetzt alle? Weiß ich nicht. Ich hoffe es mal. An wen soll ich das geben? Den Namen habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ja gut, die Namen generell kann ich jetzt generell nicht verstehen. Ich werde schon jemanden finden. Ach komm, mach hinne. Ja gut, dann haben wir doch alle abgeklappert, was wir abklappern sollten. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich habe eine Lieferung für dich. Ach ja, stimmt. Die war das. Ich wusste doch. Das ist das Zeichen. Ja, das ist gut, dass sie das wenigstens so ein bisschen zeigen, wer was bekommt mit Farben. Das ist schon mal ein bisschen hilfreicher. Auch wenn es japanisch ist, es hilft schon sehr viel. Das mit der Lieferung habe ich jetzt auch wieder total vergessen. Mann, ihr gebt mir die ganze Zeit Geschenke. Ich habe doch nur meine Arbeit getan. Ich meine, ich bin der Sklave von Tom Nook und muss hier die Leute zufriedenstellen. Mehr mache ich doch nicht. So, wann kriegen wir denn jetzt die Aufgabe mit dem schwarzen Brett? Kriegen wir die jetzt oder nicht? Ach übrigens, sobald man mit der Aufgabe fertig ist, labert er ohne Ende. Im Grunde will er eigentlich nur erklären, wie alles ging. Ja, ich habe alles abgeliefert. Schön, ne? Noch eine Lieferung? Sag mal. Ach so. Jetzt habe ich den Namen nicht gelesen.
Kannst du mir den Namen nochmal sagen? Please, du bist vielleicht ein Geizhals. Oioioi. Ach je. Ich schätze einfach mal, der mit dem Brief war das. Wer war denn das nochmal mit dem Brief? Wen haben wir denn nochmal geschrieben gehabt? Das war... War das dieser grummelige Typ da? Ich glaube, einer von den beiden muss es jetzt gewesen sein. Ah, da bist du ja. Ach komm, das war der Falsche. Wen haben wir denn geschrieben gehabt? Ich meine, das wäre immer nur eine Aufgabe, dass ich die total vergessen habe. Aber das sind solche Mini-Aufgaben, die sind echt nix. Ach, du bist das. Ich wusste, einer von den beiden war es in den Gebäuden. Ja, genau, der mit dem Brief war's. Ach, der hat dir so gefallen, dass du schon Blümchen gesehen hast? Ich muss mich langsam beeilen. Komm, bitte labert nicht so lange. Ich muss gleich noch Gelaber von Tom Nook anhören. Apropos Tom Nook, da müssen wir jetzt, glaube ich, jetzt mal... Normalerweise müsste jetzt aber langsam das mit den schwarzen Brett kommen. Das war nicht viel. Das waren wirklich nur diese kleinen Aufgaben und dann waren noch ein großes Gelaber von Tom Nook und das war's dann schon. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht überspringe ich das große Gelaber von dem anschließend. Oder besser gesagt, gehe direkt nach dem großen Gelaber dann direkt zur nächsten Mission. Ja, jetzt kommt das mit dem schwarzen Brett. Ganz vorsichtig. Ich sagte vorsichtig und nicht durch die... Ach, komm. So. Und dort kann man... Ja, genauso wie beim Brief. Irgendwas notieren. Der nimmt das als normal. Deswegen mache ich einfach mal... Hi. Passt. So, und da wir jetzt die Aufgaben endlich fertig haben... Stehen wir auch wirklich kurz vorm Ende. Ja, jetzt sind wir natürlich fertig mit den Aufgaben und können dann anschließend die Mission, die wir jetzt quasi jetzt erledigt haben, in unsere eigene verwandeln. Ist ein bisschen länger geworden, als wie ich eigentlich wollte, aber das macht jetzt, glaube ich, nichts. So, wir müssen, wie gesagt, denen noch was auszahlen und das können wir dadurch verdienen, indem wir durch dem Dorf rumlaufen. Jetzt steht da auch Bells, denn jetzt könnten wir normalerweise was kaufen. Damit haben wir aber die Missionen beendet und damit wird auch diese Folge beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen. Ich hoffe, ich konnte euch auch weiterhelfen mit diesem Spielchen und wir sehen uns in der nächsten Folge dann hier wieder, beziehungsweise an meiner Hütte, weil da werde ich ja speichern, ganz klar. Bis dahin, ciao!